BBS? Busbetrieb? Guten Tag. Das Video kommt auch bald. Jetzt zusammen mit Michael. Guten Tag, hab schon guten Tag. Piep, piep, piep. Wir richten uns schon mal alles ein. 21:55, wir haben noch 5 Minuten Zeit. 4 Minuten. Eigentlich. Wir haben jetzt viel FPS. 5, 7, 0, 0. Route ist 0. Ja. Wir sind fertig, Freunde. Wir waren Abfahrt ready. Mal gucken, ob jemand heute eine Fahrkarte kauft. Oder auch nicht. Bestimmt. Und die Uhrzeit wird aber eher weniger der Fall sein. Ja. Sei wieder eine Uhrzeit. Das ist relativ spät schon ist. Nicht mehr so viel los am Krefrad und dann werden sie Fahrgäste weniger. Das heißt auch weniger Fahrgäste auch, konnten natürlich auch Tickets kaufen. Wir fahren natürlich mit Tastatur, also müssen wir da ein bisschen immer mit pünktlich fahren. Ich fahre schon mal hier rechts rein. Bäh. Viele Gamer hat eine Tour gestartet. Ja, ja. Nur weil ich ein bisschen Achtung, kurz, lang, Leute. Trifft das mich? Nein. Du weißt schon, dass du 3 Minuten Verfrühung hast, ne? Ja. Ich mache ja die Türen ja nicht auf. Hätte ja schon mal. Wo ist das Verspätung? Nee, ich hab Verfrühung. Oh, Alter, Junge. Mann, Leon City, thank you for the follower. Kuss, kuss, kuss. Dein Uwe geht immer noch nicht, ne? Was? Dein Uwe geht immer noch nicht. Nö, der hat keinen Bock auf mich. Puh. Zumindest wird oben in deinem Overlay nicht angezeigt, wer der Follower der letzte war, aber es wird trotzdem, ne, verstehe ich auch nicht. So richtig. Warum das oben nicht angezeigt wird bei dem Overlay, dein letzter Follower war. Ja, muss ich auch die Lichter einschalten oder macht das automatisch? Ja, du bist ja lustig. Welcher Bus macht denn das automatisch? Musst du schon selbst anschalten. So beschweren sich Fahrgäste nämlich, weil es zu dunkel ist im Bus. Musst du alles anmachen selbst. Sehe ich, dass es an ist? Guck doch in den Fahrgastraum. F2. Ja, ist an. Und ob das Licht draußen ist, kannst du mit F3 gucken. Ja, und mit dem Maustaste drücken kannst du ja gucken. Kannst du ja bewegen. Links, rechts. Weißt du ja eigentlich. Oh, das und wenn nicht. Du bei dem Türvergabe reinmachst, glaube ich, dann macht der die Tür automatisch auf. Glaube ich, automatisch. Ja, das war wahrscheinlich ein Bot. Oh nein. Mich hat heute auch ein Bot hier gefolgt. Keine Ahnung. Wir wissen, dass es ein Bot ist. Ja, die schreiben ja nichts. Ja, müssten ja eigentlich. Ja, das sind ja nicht unbedingt Bots unbedingt, weil er nichts schreibt. Ich weiß, manche Folgen auch tun nichts schreiben. Ja, ich weiß, kenne ich auch. Guten Abend. Kenne ich. Hallo. Morgen. Guten Abend. Hallo. Aber, naja, Liste machen. Freue mich schon auf morgen. Erzähl du mal meine Zuschauer, was morgen abgeht. Warum? Das ist doch dein Kanal. Das kannst du doch erzählen. Das sagst du. Wieso ich? Das ist doch dein Kanal. Ne, du. Das ist doch dein Kanal. Du musst doch das vertreten und informieren darüber. Kann abfahren. Nee, 1,5 Minuten steht da oben noch. Ja, 1 Minute. Ja. Und ich hab rot. Das ist eine Kontaktampel. Die geht erst, schaltet es um, wenn du auf anfährst. Ach so, jetzt. Dann musst du mal kriegst du eine Anforderung. Und dann schalt die Ampel um demnächst. Hi, bin der gerade gefolgt. Cooler Channel. Danke, Kuss, Kuss. Das ist auch so moin. Hat er gerade vorgelesen, den Dings, den Follower. Ja. Hä? Warum erzähl du das doch jetzt ihnen, den? Ist doch dein Kanal. Nö, mach du. Warum soll ich das machen? Weil du morgen der Inhaber bist. Sag ich mal. Nee, bin ich nicht. Ich hab meine Leute schon informiert. Meine eigentlich. Das ist über meinen Kanal. Meiner auch. Ja. Ihr wird's ja morgen. Kannst du nicht davon ausgehen, dass immer irgendwer. Glaube ich, zu früh abgefahren. Ja, morgen. Kannst ja morgen früh nochmal sagen, wenn du live warst. Ja, weil ich gerade spawne auf der Map. Kann nur gerade nicht oben. Ich hab Premium. Ich hab Hupe. Dann siehst du mich auch. Ja, das sehe ich ja nicht. Du hast kein Premium. Oh. Du brauchst Premium dafür. Nächste
kann auch nicht hupen, weil das Ding nicht fertig ist, mein Spiel. Jetzt kann ich die hupen. Jetzt siehst du mich auch, was ich meine mit dem Premium. Jetzt. Jetzt siehst du mich auch, dass ich die hupe. Und ja, dieses. Sieht man es nicht, du hast Premium nicht. Das ist dann nur, wenn du Premium hättest, würdest du das Symbol sehen, dann würde ich sehen, dass du hupst. An diesem Symbol siehst du, dass ich Premium habe und dass ich hupe. Ja. Und was machst du Schönes in Mainline City? Guten Tag. Morgen. Kannst du ja morgen früh noch mal erwähnen. Ja. Indem du 11 Uhr aufgehst. Oder auf den anderen Kanal switcht, wie auch immer. Also seid morgen unbedingt dabei, Freunde. Das passt. Ja, morgen geht jemand anders wieder online auf dem Kanal. Ja. In einer gewissen Zeit. Zumindest ab mittags. Schon mal drauf einstellen, selig. Den glaube ich zu frisch. Steht da oben. Ne, 0,5 geht noch. Minus 0,5, das ist noch keine Verfrühung. Wenn der minus 1 steht, dann musst du anhalten und warten. Sonst hast du Verfrühung. Aber ich kann ja nicht auf die Straße. Ne, du sollst an der Haltestelle auch warten. Das meine ich. Das ist ja, du sollst an der Haltestelle warten, wenn du Verfrühung hast, an der Haltestelle warten, die Zeit runter warten. Aber trotzdem, danke für das. Polo hilft mir weiter. Ja, du. Ja. Jeder Follower kann ein potenzieller Zuschauer sein. Ja. Natürlich auf Dauer auch. Ich weiß, es gibt auch Follower, die folgen dir einmal und dann siehst du nie wieder. Ja, es gibt's halt auch, aber. Moin, fetter Money. Ist halt so, ja, weiß man halt nicht, warum es so ist. Wie kann ich Fahrerlicht anmachen? F6 brauchst du aber während der Fahrt nicht. Wenn du vorne die Tür aufmachst, geht das automatisch an. Ja, aber das stört mich. Das ist aber dann zu hell, das blendet dann sonst. Das blendet aber sonst, wenn das an ist. Es muss eigentlich so dunkel sein. Hinten ist doch der Fahrgastraum eigentlich an, das reicht doch eigentlich vom Licht her. Und abfahren? Null. Kickdown. Kann mein Bus gar nicht richtig einen Kickdown. Das ist leider schade bei dem hier. Ich muss eigentlich richtig Kickdown machen. Ja, bei mir schafft das. Also ab und zu. Belfrader Straße. 4 Grad. Boah, ist das kalt. Ich würde früher. Ja, das mache ich erstmal das Ding an, die Heizung an. Wartet, Freunde, ich stelle mal kurz die Settings ein bisschen laut. What? Nee, mach mal leiser, meinst du wohl ja? Nee. Du hörst das selber nicht. Hallo. Wie selber nicht? Ja, ich höre ja aber hier oben die Fuska. Ach, das meinst du? Ja, dann musst du das Spiel lauter machen. Mach's aber nicht zu laut. Dann ist es dann zu laut. Wenn du mich nicht mehr verstehst, musst du leiser machen. Ja, das war OBS. Nee. Ja, das war jetzt mal kurz eingeblendet. Oh, ich bin schon zu spät. Ja, jetzt. Jetzt aber Hackengas. Jetzt aber rauf ist Gas. Wird gleich wieder rumgemeckert. Dann kriege ich meinen Unfluss noch kriege. Arnold macht direkt Kickdown. Ja, meiner kann das nicht richtig. Hast du ja schon gesehen im Stream, meiner kann ich richtig Kickdown geben, mein Bus. Boah, fährt der Scheiße. Der fährt, der, das ist unglaublich. Ja, den Mecklenburg fährt der Scheiße. Nur weil ich langsam über die Kurve fahre, hallo? Ja, zu schnell anscheinend für die Fahrgäste, das haben sie gemeckert. Will hier jemand aussteigen? Ja, jetzt. Guten Tag. Nur ein stiller Zuschauer, der im Inline City. Außer nicht mehr anwesend. Kann er ja sein. Ich fahre jetzt gerade weg von der Haltestelle, ne? Wo du gerade standest. Guck mal, wie weit weg ich von dir bin. Ja, da wo du gerade drin bist, muss ich auch gleich reinfahren. Mal sehen, wir uns gleich wieder treffen. Vielleicht fahre ich unten her, hier nehme ich die Ampel brauche. Also wenn du so lange rumdröllst, bin ich gleich hinter dir wieder. Wir haben eine SB-Linie, ich fahre dir hinterher. Halte dich überall. Kann auch sein, dass wir gleich. Also ich weiß, glaube ich, du fährst über den Wilhelmsplatz auch, da fahre ich auch drüber. Ich fahre ja durch, in der SB-Linie. Halt nicht überall. Könnte sein, dass ich gleich wieder hinter dir bin, wirst du das sehen. Ich fahre über die Krefelder Straße. Aber hier ist auch keine gehende Leere, ich sehe kein PKW mehr hier großartig bei mir.
Jemand aussteigen. Ach, ich hab. Siehst du doch, wenn jemand einen Haltewunsch macht, dann macht's. Siehst du doch oben in. Ach nee, hast ja keinen Auxi, dann vergiss doch, es. Das sieht man. So, weil ich gerade. Ich wollte gerade sagen, wegen Auxi. Ja, das sieht man. Wegen trotz. Auxi sieht man es mir hoch. Da ist aber kein Auxi. Noch nicht zumindest. Das ist laut bei mir. Bei Discord, warum auch immer. Ich red so wie immer. Ist halt mal laut. Ich hab nicht lauter gestellt. Ja, das ist aber nicht so. Liegt dann aber an dir irgendwie, in welchen Settings. Ich hab nichts lauter gestellt bei mir. Jetzt so wie immer. Kann doch sein, ich nicht immer gleich laut rede, das kann wohl damit zusammenhängen. Moin. Moin. Hast du immer noch Standzeit oder was machst du da schon wieder? Ach, du musst überall anhalten, neben Kuhdorf. Ja. An jeder Haltestelle. Kannst leider nicht gleich vorbeifahren an dir. Weil ich ja die überall halte. Für eine SB-Linie. Bei der SB26. Die kannst du auch nicht fahren. Wie viel war das Schild abgebildet? Hab's nicht. Ich glaube, eine 30er-Zone, wo du reinfährst gerade. Aber da steht kein Blitzer. Da stand da bisher noch nie einer. Kann man den auch selber hinzufügen oder? Nein, das ist über BBS gesteuert, die Blitzer. Kann man nicht selbst einstellen. Da fahre ich lieber 34. Da ist, aber es ist eh kein Blitzer. Ich bin auch mit 10, 50 mal durchgerauscht in die Gasse da. Und alle haben sich bestätigt. Nö. Du darfst jetzt nicht an den Bürgersteig fahren. Deswegen, das ist in dieser Kurve bescheiden. Nehme ich auch mal einen Bordstein mit. Glockenturm. Ja, jetzt will jemand auch. Achso, ich dachte, das ist der Haltestellenwunsch. Nee. Hallo. Ja. Muss nur aufpassen, was ich mitnehme. Du hast ja keine Kolli an, oder doch? Nö. Ja, dann. Aber ich passe trotzdem. Ja, man sollte auch ein bisschen vernünftig fahren, das stimmt schon. Kommen ja keine Zuschauer hier rein. Also, Freunde, ich werde bis um. Ich werde um 6 Uhr live sein. Vielleicht auch ein bisschen später, wer weiß, weiß ich noch. Auf meinen Schlafmangel drauf an. Ob er mitmacht oder nicht. Mein Schlaf. Kann mir nicht vorstellen, dass du ausgeschlafen bist nach 6 Stunden. Naja, doch, eigentlich. Brauche ich nur einen Kaffee? Dann bin ich fertig. Oh, jetzt kann aber doch Kickdown machen. Oder braucht ein bisschen länger Kickdown zu machen, der Bus. Oh, es kommt bei der Musik, wenn ich Musik höre, nicht so gut raus, der Kickdown-Sound. Wenn ich Musik höre, höre ich den Bus kaum. Tag. Morgen. Guten Morgen, ist mir zu spät. Guten Tag. Ist auch schon zu spät. Ja, guten Abend, hat ihr gesagt. Habe ich guten Tag gesagt. Also, ich werde um 6 bis um 11 live sein und auf dem Kanal geht es um sie. Aber ich bin auf Fortnite und so vieles. Ihr würdet es ja dann sehen. Ich verrate nicht. Ich weiß schon alles. Ja, wo bist du denn jetzt so? Gleich Wilhelmsplatz. Bin bei Dorfstraße. Also fast Fischelmarkt quasi. Ja. Das ist die Ecke da hinten. Ehrenfelder Platz. Ah, ich weiß. Kennt die alte Stelle. Piep. Nächste Haltestelle. Ehrenfelder Platz. Kick down. Ja, mach ich auch die ganze Zeit. Finde ich cool bei dem Bus. Gefällt mir.
Hab ich den ja gekauft, den Bus. Jetzt, der ist nicht mehr gemietet, sondern gekauft. Ach, um meiner? Den ich gerade fahre. Den ich jetzt fahre? Der ist auch gekauft. Okay. Wie ist an dem Symbol, an diesem komischen, an dieser Glocke. Dann sind das gemietete Busse, sonst sind das gekaufte. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Moin. Moin, Vetter Money. Fährt er auch bei dir mit, der Vetter Money? Bisher ist noch kein Money im Bus. Nö. Das ist der fette Oschi, oder? Der beschwert, wo ich Führerschein gewonnen habe. Doch der? Ja, mit der Krawatte und dem Schlips. Und dem Hemd. Und dem Bierbauch. Bierbauch. Ja, ist so. Was machst du? Na, ich mach gerade Kickdown. Ehrenfelder Platz. Muss man Ansagen einsprechen dafür. Kannst du mich auch Ansagen einsprechen, weißt du? Hä? Was? Für Omsi. Ja, was denkst denn du? Was, hast du wohl deine eigene drinne? Nee, aber kann ich machen, theoretisch, wenn ich wollen würde. Ja. Kann deine Ansagen ändern, theoretisch. Was? Mhm. Kann sogar den Ansagengong ändern. Lol. Hier jemand mit? Weil Ehrenfelder plötzlich manchmal ein Blitzer. Das ist das öfter schon mal gewesen so. Aber das ist auch 50 erlaubt. Das weiß ich. Bin noch nie geblitzt worden. Bei dir weiß man es ja nicht. Doch, ich kenne die Stellen hier auf Grefer teilweise. Ich weiß mal, wie schnell man fahren darf. Ich kenne aber auch die Karte auswendig mittlerweile. Ich weiß mal, wie schnell man wo fahren darf. Sind vielleicht aus Zellen geblitzt. Ich fahr gerade zu... Wer ist... Du, warte mal kurz. Halbbrücke. Halbbrücke, oder? Ach, ich liebe meinen Bus, der Kickdown macht. Kurzstrecke, bitteschön. Tschüss. Aha, Blitzer. Bin gerade am Blitzer vorbeigefahren. Ach, da bist du in der Ecke. In dich hinter dir. Könnte sein, ich gleich einhole. Bitte überhole mich nicht. Könnte sein. Bitte nicht. Mein Fahrmann lässt das aktuell zu. Ja, aber bitte überhole mich. Bitte. Was soll ich denn machen? Soll ich langsamer fahren oder was? Ja. Mein Fahrplan vorgibt halt? Nö. Das, da, na, ja, ich will, dass du hinter mir fährst. Ja, das, aktuell ist es ja noch so. Ja. Aber wenn die Phasen halt passen. Ich habe jetzt gerade grüne Welle. Unfair, ich habe rote Welle. Ja, ich habe grün. Ach, da stehst du. Ja, da bin ich auch gleich. Wie gesagt, bin dicht hinter dir. Nur ein paar Meter, paar Minuten. Paar Sekunden Minuten. Vielleicht sogar. Ja, höchstens eine Minute. Bin ich hinter dir. Wenn du dich nicht länger du stehst, je mehr Zeit habe ich ja. Also wird meine Zeit mit dem Abstand niedriger. Ja, dahin sehe ich dich sogar schon. Ich auch. Ich habe, wie gesagt, ich bin in der SB-Linie, ich halte dich überall. Wo musst du jetzt anhalten? Gründerweg. Mein nächster Halt. Da bin ich jetzt gerade. Ja, da fahre ich gerade rein. Moin! Oh, wir müssen schnell fahren. Tschüss! Ich hab eh eine Minute Aufenthalt, du bist der witzig. Ja. Kick down! Einer macht keinen Kick down mehr. Musst du dann auch am Strömstein halten? Nein. Ich bin in der SB-Linie immer noch. Oh, hier will jemand einsteigen. Du hast mich aber echt gut eingeholt. Ja, sag ich doch, in der SB-Linie halt die Ball. Los, komm! Guten Abend. Abend. Wir fahren weiter. Ist das jetzt hier ein Duellrennen oder was? Wer schneller fährt oder was? Ich fahr, was vorgegeben ist. Ich doch klar, dass ich überholen werde. Du hältst an der Haltestelle, ich nicht. Ich bin in der SB-Linie. Dann überhol auch Orten. Siehst mich doch eh nicht. Ich kann dich ja nicht wegrammen, weißt du? Leider. Naja. Da jetzt rum. Da kein ETS Multiplayer. So, es gibt Gummibus. Oh, er ist auch. Einfach eine Abkürzung. In die Abkürzung nehmen.
Nein. War zu spät. Bist du jetzt links drum reingefahren, Kreisverkehr, oder? Ja. Oh Mann, ey. Wo ist denn dein nächster Anhalt? Wo du gerade stehst. Moin. Einen Einzelfahrschein, bitte. Halt auch am Fischl-Mart. Danke. Mensch, die hinten, die Damen haben mich durcheinander. Marsch. Wieso ich die Kurve jetzt hier nicht? Ja, so wie es vorsteht. Ja. Bist ja lustig. Kann ich gleich geradeaus. Mit Maus ist es schwierig, aber Tastatur oder Lenkrad. Nächste Haltestelle. Heckenweg. Heckenweg ist meine Nix. Können Sie woanders lang fahren? Das ist eine 30er-Zone, da muss man relativ langsam fahren, so meckern die rum. Können die nicht außer nur rummeckern. Hallo. Hallo. Und was sagt dein nächster Halt? Heckenweg. Ja, da war ich ja gerade. Tschüss. Tschüss. Ich bin immer nur pünktlich gerade. Aber unser Weg wird sich gleich trennen, glaube ich. Ich kenne nämlich nicht auswendig deine. Ich bin nur meine. Ich muss nur gerade Hummelfeld gerade fahren. Ja, da fahre ich nicht drüber. Da trennen uns jetzt unsere Wege. Tschüss. Fahr jetzt Richtung Krefeld Hauptbahnhof. Nein. Ich will dich nicht verlassen. Tja, ist halt so. Aber schön, dass mein Bus Kickdown geben kann. Das gefällt mir. Muss hier jemand aussteigen? Muss eh kosten. Heckenweg. Weiß ja nicht, über Krefeld Hauptbahnhof fährst. Weil ich hab da gleich 5 Minuten Aufenthalt. Meinst du 5 Minuten Pause? Ja, Aufenthalt. Nennen wir das. Leg mich doch am Arsch. Tschüss. 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 Piep! Wollt ihr jetzt hier raus oder wäre sie bei der nächsten Haltestelle? Ja, wenn du gerade losfährst, nächste Haltestelle dann. Wenn du drückst, wenn die drücken, wie du losfährst. Ich würde ja nicht nochmal anhalten und dann die Tür aufmachen währenddessen. Das hab ich schon gemacht. Würde ich aber nicht machen. Dann die nächste Haltestelle meistens nicht so spät drücken. Personalausweis wird richtig gut. Personalakte, nicht Personalausweis. Guten Abend. Kannst ja mit deinem Motor aufmachen. Mach ich nie tatsächlich. Warst aber Benzin, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja, machen die glaube ich nicht ohne da, wenn die 5 Minuten Aufenthalt hätten an der Haltestelle. Da können wir ein bisschen. Das ist der Bus. Bleibt die Klimaanlage an. Aus. Ist bei mir rot oder grün? So blöd die Ampel reingefahren, jetzt sehe ich. Bleib stehen, danke. Danke, vielen Dank. Guten Tag, moin. Meiner kann Kickdown geben. Kann man auch. Nächste Haltestelle. Wilsbachtal. Meiner kann bis 80 100 fahren. Maximal 100.
muss ein bisschen Scharfbremse machen. Au! Das ist jetzt Pause, oder wie? Bin nicht ganz da an der Haltestelle. Bisher schon, ja. 20 Uhr, 22:20 soll ich ankommen an der Haltestelle. Könnt jetzt 5 Minuten Aufenthalt haben, ja. Bin jetzt in der Realzeit gleich drin. Ja. Wollen Sie kuscheln? Muss da herkommen. Machst denn du schon wieder? Na, ich warte ja. Warum? Na, wenn, dann fahre ich pünktlich los. Warum sieht man keinen Bus bei dir aber? Ja doch. Sehen doch schwarzes Bild bei dir. Im Stream. Da musst du mal 5. Ach jetzt. Ah jetzt. Nee. Irgendwo hast du hingeguckt und da hat Standbild irgendwie. Deswegen habe ich da nichts gesehen. Außer zumindest kein Bus erkannt. Also ich bin Leiterangriff auf Hauptbahnhof. Wir sehen, wie du da drüber fährst. Kannst du da trotzdem warten, wenn ich da durchfahren sollte? Ich muss ja nach Fahrplan fahren, ja. Also ich weiß ja nicht, wie du fährst. Ja. Kennt die Linie nicht auswendig. Ich hab. Ah, es könnte sein, du fährst über Griff und Hauptbahnhof fährst. Er fährt ja. Das kann ich kenne mich nicht aus. Ich weiß mich auch nicht, wo du lang fährst. Gib gleich Kickdown-Bus. Kickdown. Der Bus kann einen guten Kickdown machen. Das ist cool bei dir. Der kann das relativ gut. Was? Gruppen-Kickdown? Er kann einen guten Kickdown, habe ich gesagt. Also. Ach, willst du den PKW überholen? Lass ihn doch ins Vorfahren. Danke. Vielen Dank. Warnblinker B war's. Hab mich kurz bei den hinten bedankt. Man soll ja sich. Macht man links, rechts, links blinken. Nö. Um sich zu bedanken, nicht Warnblinkanlage. Doch. Bei uns ist es Warnblinker. Nee, links, rechts, links ist bedanken. Oder andersrum. Rechts, links, rechts. Griffras Hauptbahnhof. Main Station. Umstieg zum Fern- und Regionalverkehr. Du dummes Kind. Leck mich doch am Arsch. Jetzt habe ich den überfahren. Ja, dann pust noch auf. Guten Abend, Manni. Hallo, wenn ich Gas gebe, kann ich doch nicht mehr bremsen. Und ich will ja nicht, dass meine Leute... Oh. Ich will ja, dass mein Fahrer... Muss ich gleich umfahren, den Fahrgast. Moin. Der fährt der Oschi wieder da. Guten Abend. Der Manni ist schon eingestiegen. Hallo. Dicke Warzenschwein. Kann echt gut Kickdown. Ja. Ich liebe den Bus. Darf ich den kaufen? Wieso? Du fährst doch gerade im Bus. Bist ja lustig. Willst du den kaufen? Du fährst doch gerade bei uns. Warte. Oh, das war knapp. Komm, Eigentum. Gleich. Oh, schon wieder auf Klo. Nicht dein Ernst. Ja, sicher. Piep. Okay. Ja. Ach, fetter Manni.
Guten Abend. Hallo. Guten Tag. Ach. Hä? Guten Tag. Mhm. Wie geht's dir, Vetter Manni? Sehr lustig. Ich, ja. Ich lieb meinen Bus, darf ich den heiraten? Kannst doch küssen von mir aus den Bus. Hui. Warum nicht mit dir? Meine Tür wollte nicht. Böse Tür. Ja. Na, jemand mit? Nö. Abgelehnt. Warum würden der Bus eigentlich nicht fahren? Hihi. Oh, Scheiße. Musst du höher drehen. Wenn du, ich will. Mach ich dir so. Ja, das kannst du ja nicht aus, das ist Realzeit, Meister. Da musst du hier aufstehen. Wenn du tagsüber fahren willst, außer im Winter. Wird ein Omsi auch ein bisschen simuliert. Och nö. Jetzt wird's warm. Wenn ich mal die Lüfter hochdrehe, dann wird's auch warm im Bus. Danke für nix, Bus. Jetzt wird's wieder warm. Es sind gerade 14 Grad im Bus. Ein bisschen kalt für die Fahrgäste. Naja. Also noch keiner Bescheid, dass es zu kalt ist. Obwohl, draußen 5 Grad, obwohl. Darf auch nicht zu warm sein, so meckern sie rum. Bei mir ist es 14,2 Grad. Draußen aber nicht. Doch. 7. Nee. Bei mir sind es 5. 4,6. Sagt Auxi. Sehr Realwetter. Morgen! Von Dresden! Von Dresden? Ja, sicher. Realwetter von Dresden. Das sind 5 Grad. Er ist eingestellt bei Auxi. Ich bin gleich in meine Endhaltung gekommen. Ja, dachte ich mir schon. Ist halt auch ein bisschen, meine Tour ein bisschen länger als deine. Ein bisschen ist gut, fast die doppelte Länge. Fast eine Stunde hier meine Tour. Ja, aber was soll ich da machen? Noch mit Tür fahren? Ja. Kannst du machen. Warte. Rechts. Rechts, links. Mensch, um sie. Nächste Haltestelle, Dehnrad S-Bahnhof. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Soll ich gleich ein zweiter fahren oder? Nee. Was sollst du? Ich könnte ja eins weiter vorne. Du musst dich. Kannst du Rücktour nehmen, wenn du da ist. Ach, ich halt einfach hier an. Hey, du musst an der weiterfahren, bis die eine Haltestelle ist deine Endhaltestelle und die andere ist gerade den Pausenplatz. Das ist eine Doppelhaltestelle. Ach so. Deswegen, da hinten ist die Endhaltestelle im Kreisel. Also nicht für die Haltestelle, sondern dein Pausenplatz. Die Haltestelle davor ist die Endhaltestelle für die Fahrgäste. Ich fahre ein bisschen langsamer für die. Ah, das hängt hier schon wieder, das nervt. Clemensplatz, U-Bahnhof, Endhaltestelle. Bitte alle. Alles okay. Yeah. Ja, aber der Fahrstil ist die andere Frage dann am Ende. Wie der war, abgeschnitten hast. Das kann der ja um sie nicht auswerten. Doch, kann auch sie. Aber BBS sagte das ja dann.
Ja. Ox kann das auch nicht auswerten, dein Fahrstil. Fahrstil für 30,3. Ja, weil du über, da ein bisschen bescheiden gefahren bist. Tja, Fahrkisser sind halt ein bisschen wie Nebel. Nebel. Aber gut, hab ich. Ja, kannst ja die Rücktür annehmen. Ist ja da von Dendrat S nach Clemensplatz. Müsste der Stadtrand Wagen 2 sein oder 3? Ja, Wagen 2. 3 wahrscheinlich. Dendrat S, Betriebshof. Könnte auch sein, dass er einrückt, ja. Oder kannst du mal gucken, gibt es auch eine andere Tour vielleicht. Ja, das ist halt das, was ich meine. Die rücken jetzt viele ein, viele Touren. Mit den Linienpackers. Die Standardlinien rücken alle ein. Ja, ist 10:30. Boah. Freunde, das war's jetzt mit dieses Video. Lasst Like und ein. Ich hab ja vergessen, dass du überhaupt ein Video machst. Also Freunde, lasst Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit den MAN. Tschüss. Tschüss. Alles im gleichen Mal genau. Was? Dachte, du wolltest die Rücktour annehmen. War ich doch auch klar. Du hättest doch da direkt aus dem BBS die Rücktour nehmen können, ohne zum Betriebs.